Zeitfragendialog Nummer 3: Philosophie als verantwortetes Gestalten in der Gegenwart. Herr Schwetzer, wir haben die Philosophie ja bereits als praktische Wissenschaft kennengelernt. In diesem Podcast wollen wir über die Beziehung des Einzelnen zu seinem Umsystem sprechen. Welches Bild hat die Philosophie vom Wirken des Einzelnen in der Welt? Ich möchte vielleicht dazu nochmal auf das Bonhoeffer Zitat zurückkommen. Denken, was wir handeln, zu verantworten haben. Ich hatte das im ersten Podcast verwendet, um zu charakterisieren, was Philosophie als Haltung sein könnte. Und wenn man dieses Wort jetzt nochmal nimmt, denken, was wir handeln, zu verantworten haben, dann bemerkt man ja in dem, was wir handeln, zu verantworten haben, dass wir unmittelbar immer schon in der Welt stehen. Das ist dieser zweite Teil. Also der Philosoph ist nicht einfach einer, der sich aus der Welt herauszieht und dann mal irgendwie denkt und dann eine Theorie hat und dann guckt, wie kann er sie auf die Welt anwenden. Sondern er ist jemand, der eigentlich schon wie immer wie drin ist und in diesem Drinsein und von diesem Drinsein in der Welt her versucht, dann einen Ansatz zu finden, wie er dieses dann auch verantwortet handeln kann und durchdenken kann, damit er es verantwortet so handeln kann. Also in dem Moment, wo ich Selbsterkenntnis als Handlungsvollzug der Gegenwart mache, stehe ich immer schon in der Welt in all ihren konkreten Bezügen. Muss ich die Vergangenheit kennen, um in der Gegenwart handeln zu können? Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Man beklagt ja sehr gerne und ich finde mit einem gewissen Recht auch so etwas wie Geschichtsvergessenheit. Also, dass eine Kultur sehr rasch vergisst, was gewesen ist, dass wir nicht mehr so gut wissen, was in der Vergangenheit war. Und man kann das beklagen, weil gutbürgerliches Wissen verloren geht. Man kann sich aber auch einmal überlegen, was es eigentlich bedeutet. Wir hatten ganz kurz auch über die Frage schon gesprochen von Orientierung. Und das Beispiel war, ich wache morgens auf. Und dann weiß ich räumlich, wo ich bin. Ich weiß aber auch zeitlich, wo ich bin. Also wer ich bin und was ich jetzt zu tun habe. Man stelle sich nur vor, ich wüsste jetzt in dem Moment gar nicht, was gestern gewesen ist. Dann wäre ich vollkommen hilflos an der Stelle. Also das ist erstmal eine ganz einfache Vorstellung, um zu bemerken, gut, ich brauche diese Vergangenheit. Und jetzt natürlich noch viel, viel mehr, wenn man sich jetzt fragt, was mache ich denn und wie handle ich denn in der Gegenwart? Wenn ich in einer Situation bin, meinetwegen in einem Unfall geschehen, dann macht es ja einen riesen Unterschied, ob ich Philosoph bin oder Rettungssanitäter. Der Rettungssanitäter hat Fähigkeiten, mit denen er sich ganz anders in diese Situation hineinstellt. Und er wird wahrscheinlich sofort zupacken. Wohingegen der Philosoph vielleicht nichts anderes machen kann, als ganz schnell, wenn er überhaupt so modern ist als Philosoph, dass er ein Handy hat, den Krankenwagen und Feuerwehr zu rufen oder dergleichen. Das heißt, aus meiner Vergangenheit heraus ergeben sich ganz viel meiner Möglichkeiten in der Gegenwart und auf die Zukunft hin. Ja, und das ist eine ganz, auch wieder nur wie einfache Geschichte. Und das heißt, ich muss mich sehr gut kennen, ich muss genau wissen, welche Fähigkeiten ich habe und welche ich nicht habe in einer Situation. Es gibt dieses alte Sprichwort, ich glaube, ist es hier im Süddeutschen auch bekannt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Da hat man ja genauso eine Professionalität ausgedrückt. Ja, der kann jetzt was. Und das, was er kann, kann er gut. Und er weiß auch genau, dass er damit jetzt keine Lufthansa-Boeing fliegen kann. Und in dem Moment, wo er der Auffassung ist, er könnte mit Schnürsenkeln eine Lufthansa-Boeing fliegen, haben wir ein Problem. Er auch. Und das gilt nicht nur für eine Biografie, sondern das gilt jetzt auch für eine Kultur. Denn man muss sich ja jetzt genauso klar machen, dass wir kulturell über Jahrhunderte bestimmte Fähigkeiten und Bereiche uns angeeignet und erworben haben und andere eben nicht. Wir haben eine Kultur hinter uns, über mehrere Jahrhunderte jetzt, die sehr, sehr stark
Technik und Wissenschaft kultiviert hat. Das können wir sehr, sehr gut. Aber es gibt andere Bereiche, die haben wir in dem Sinne nicht kultiviert. Und das merken wir gerade schmerzlich mit den ganzen Herausforderungen eines Klimawandels und dergleichen. Unsere wirkliche Fähigkeit, mit Natur umzugehen zum Beispiel, ist nicht sehr gut kultiviert in den letzten Jahrhunderten. Und so kommt es wirklich darauf an, jetzt zu bemerken, was kann ich aus der Vergangenheit, was kann ich nicht und wo sind die Anknüpfungspunkte, die ich habe. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen etwas anderes lernen will, dann muss ich ja jetzt für mich den Ausgangspunkt finden, welche Fähigkeiten habe ich, die ich so verwandeln kann, dass ich dahin komme, dass ich das andere dann auch kann, was ich können will. Es nützt gar nichts, bei einer Fähigkeit anzufangen, die ich auch wieder nicht habe. So, und insofern ist die Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart als Kultur- und Bewusstseinsgeschichte enorm hoch und gar nicht zu unterschätzen. Und es ist, glaube ich, wirklich eine eigentliche Essenz von Selbsterkenntnis, dass man nicht nur die eigene Biografie, sondern auch die Kulturgeschichte in einer Weise kennt, dass man wirklich in der Gegenwart ankommen kann. Sonst sind wir nicht in der Gegenwart. Sie haben ja dieses Thema, was kann ich nicht, was kann ich vielleicht noch lernen, schon angesprochen. Trotzdem nochmal die Frage, bezogen auf den Einzelnen, aber auch bezogen auf den Einzelnen in der Gemeinschaft. Wie kriegen wir denn diese Dynamik, sozusagen diese Transformation, die wir brauchen, um die Herausforderungen der Gegenwart bewältigen zu können? Wie kommen wir denn dahin? Ja, das ist wahrscheinlich eine der entscheidendsten Fragen im Übrigen, die wir gerade so kulturell vor der Nase haben. Also wahrscheinlich sind wir uns klar darüber, dass wir so, wie wir im Moment sind, mit vielen Dingen nicht klarkommen. Und infolgedessen wird jetzt ganz viel davon abhängen, dass wir neue Fähigkeiten entwickeln, um wieder klarzukommen. Und das hat jetzt natürlich unterschiedliche Bereiche. Also einer ist zu sagen, immer wenn ich eine neue Fähigkeit entwickeln will, dann muss ich, wie man so neudeutsch im Moment sagt, aus meiner Komfortzone raus. Es muss eine Grenze überschritten werden. Ich muss in ein Gebiet von Unsicherheit, Wagnis. Ist ja ganz klar, ich kann das jetzt noch nicht, was ich lernen will. Also das ist was Neuland ist. Und das ist auch unangenehm, eben weil ich nicht sicher bin. Und das kennen wir sehr gut. Man muss dann einen inneren Schweinehund überwinden und es ist immer unangenehm, in Wagnissen zu stecken und dergleichen. Also das müssen wir für uns selber jedes Mal leisten und tun. Und dann kommt etwas zurück aus dieser Erfahrung, wo wir einen, ich sag mal, Erkenntnis- und Fähigkeitsgewinn haben. Auf der anderen Seite gilt aber jetzt auch, dass wir das für uns alle zusammen, also für eine Gesellschaft, denken müssen. Nicht nur für uns. Denn es könnte ja jetzt überspitzt, könnte es ja passieren, dass wir alle denken, okay, wir müssen alle dieselbe Fähigkeit jetzt erwerben. Und dann als Beispiel, wir stellen jetzt irgendwie fest, alle Biberacher müssen jetzt unbedingt Schuster werden, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben. Und wir hätten plötzlich in Biberach nur noch Schuster. Das würde ja auch eine Katastrophe geben, nicht wahr? Wir könnten nirgendwo mehr essen gehen, wir wüssten nicht, wo man Brötchen kauft. Es wäre alles ein bisschen armselig an der Stelle, aber es wäre ein super Schuster. Und dann merkt man die Herausforderung, es hilft gar nichts, wenn wir nur eine bestimmte Fähigkeit entwickeln und steigern, sondern wir müssen den weiten Blick haben zu überlegen, welche unterschiedlichen Fähigkeiten in welchem Zusammenspiel müssen wir ausbilden. Also wir müssen wieder in dem Miteinander des Philosophierens in dieses Wagnis gehen, uns austauschen und das jetzt auch lebendig beobachten, was da passiert. Und jetzt merkt man wieder, dass man diesen Blick zurück wie braucht. Welche Fähigkeiten bringen denn die anderen mit? Welche Fähigkeiten liegen in einer Stadt wie Biberach, in einer Region, wie sie hier ist, anders als in anderen Regionen? Was trägt das jetzt bei zu einem noch größeren Zusammenhang an der Stelle? Also diese ganze Frage nach Individualität, Regionalität
und einer zukunftsgerichteten Entwicklung von Fähigkeiten. Das ist die, die wir ausloten müssen. Und die ist eben gar nicht so einfach. Wir wissen ja zum Teil wirklich gar nicht, was wir alles brauchen werden. Sie haben die Komfortzone angesprochen. Ich muss also bereit sein, ganz hineinzutauchen in das, was mich umgibt. Das klingt durchaus ja aufwendig und auch anstrengend. Wo bleibt denn oder bleibt die Objektivität, um die sich eine wissenschaftliche Herangehensweise ja bemüht, dabei nicht auf der Strecke? Eine Grundfrage, in die wir dann als Menschen wirklich auch immer hineingestellt sind. Die Wissenschaft, die sichert uns in gewisser Weise eine objektive Erkenntnis, die klar ist. Aber in dieser Wissenschaft, gerade weil es eine objektive Erkenntnis ist, spielt die Subjektivität ja dann keine Rolle. Das hat auch zur Folge, dass ich als dieses Ich zunächst mal eben wirklich draußen bleiben kann. Ich muss mich dann auch gar nicht bewegen, also auch keine Komfortzone verlassen oder dergleichen. Wenn ich hingegen in die Welt gestellt bin und als in der Welt Handelnder bin, dann kann ich im Grunde genommen gar nicht in die Distanz zurück. Wenn ich das mache, ist das schon immer eine Entscheidung. Die hat ja auch ihre Berechtigung, weil dann eben dieses oder jenes rauskommt. Aber auch das muss man immer klar sagen. Die Entscheidung zur Wissenschaft ist eine faktische, existenzielle Wirklichkeitsentscheidung. Die heißt, ich ziehe mich zurück, um für einen Moment etwas klar hinzubekommen. Und das wird an bestimmten Stellen wird es dann einfach auch nicht ausreichen. Ich muss nicht theoretisch hämmern lernen. Sondern es kommt darauf an, dass ich als dieser Mensch ganz konkret Hammer und Nagel benutzen kann. Und da kann ich mich nicht raushalten. Das ist mein Daumen, der blau wird. Oder ich bin so gut, dass der gar nicht blau wird. Das kann ja irgendwie auch sein. Ja, aber jedenfalls muss ich Nagel und Hammer führen an der Stelle, sonst wird es nichts. Und dieses Herauslassen des Subjektes, das geht nicht. Das heißt, da kommt man in einen Grundkonflikt, der heißt, bei Selbsterkenntnis als Selbstentwicklung muss so viel ich wie nur möglich in die Sache rein. Und auf der anderen Seite haben wir die Wissenschaft, wo erstmal gilt, Subjektivität hat da nicht viel verloren. Und das ist eine grundlegende Differenz, die wir haben zwischen Wissenschaft und Bildung. Das ist auch eine, die immer durchgeht durch die Hochschulen und Universitäten. Was vermitteln wir? Also lehren wir reine Wissenschaft oder sind wir eine Anstalt für Persönlichkeitsentwicklung? Das ist jetzt beides karikierend gesagt und man merkt sofort die Schwierigkeiten an der Stelle, wenn wir links oder rechts nur den Weg einschlagen. Und es kommt eben wirklich darauf an, wie wir damit umgehen können. Jedenfalls ist aber klar, dass wir eine philosophische Bildung als diese Selbsterkenntnis und Entwicklung als Ergänzung in jedem Fall brauchen für Gestaltung der Welt durch Technik und Wissenschaft. Ist es ein Widerspruch? Ist es ein Gegeneinander oder gibt es auch ein Miteinander? Das auszutarieren fällt uns ja gar nicht so leicht. Also in der konkreten Lebenswirklichkeit von Hochschulen zum Beispiel erleben wir es ja doch sehr häufig dann auch als ein Gegeneinander. Auch in der Schule und in den Schulreformen ist es gar nicht so einfach, das zu vermitteln. Aber wenn die meisten Menschen ehrlich auf sich draufschauen, dann wird ihnen wahrscheinlich doch klar, dass es kein Gegeneinander ist, sondern eher ein Miteinander. Es ist ja ein bisschen so, wie wir zwei Hände haben. Man braucht beide Seiten. Und wenn wir nur Linkshänder sind und die rechte Hand fehlt, dann ist das Leben schwierig. Und wenn wir nur die rechte Hand haben und die linke fehlt, dann ist das auch eine deutliche Einschränkung. Aber mit zwei Händen zusammen bekommt man eben den Nagel relativ gut in die Wand. Und so würde ich es eben auch tatsächlich sehen. Und jetzt kann man sich das für die Seite der Wissenschaft
auch nochmal sehr klar machen. Ich habe das vorhin schon angedeutet, es liegt immer eine Entscheidung unter dem Sachverhalt, dass ich mich in eine wissenschaftliche Haltung begebe. Also ein ganz einfaches Beispiel. Man hat irgendwie eine Pendel, eine Kuckucksuhr oder so etwas. Das gibt es ja im süddeutschen Raume. Ja, und die hat ein Pendel und das pendelt einfach immer hin und her, solange wie diese Uhr aufgezogen ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn das oben angekommen ist, dass das wieder runterfallen wird. Und ich kann auf diese Art und Weise auch Pendelgesetze entwickeln. Aber es hat mal ein kluger Philosoph gesagt, das Pendel fällt nur so lange runter, wenn es oben ist, wie ich nicht zugreife. Und das stimmt ja völlig. In dem Moment, wo ich mich entscheide und ich halte dieses Pendel fest, fällt das Ding nicht mehr runter. Das heißt, nur wenn ich mich in eine bestimmte passive Haltung versetze, bin ich in der Lage, Pendelgesetze zu beobachten. Und dann wirken die auch objektiv und sind auch so. Aber damit ist noch überhaupt gar nicht gesagt, dass es immer das Beste ist, dass das Pendel einfach immer nur von oben nach unten geht. Gesetzt den Fall, ich leide unter Schlafstörungen, werde ich dieses Pendel irgendwann einfach mal angreifen, festhalten und zur Ruhe bringen. Und dann sind diese Pendelgesetze unterbrochen und dann kann ich vielleicht mal irgendwie schlafen. Also das sind so Sachen, die man dann genau in dem Sinne sehen muss. Damit ist ja jetzt nicht das Pendelgesetz außer Kraft gesetzt. Das wäre ja völliger Unsinn. Aber man merkt genau, dass diese Gesetzmäßigkeit zu entdecken das eine und das Wichtige ist, dass aber mit ihr umzugehen in der realen Wirklichkeit noch eine ganz andere Qualität ist. Ein griffiges Bild, das Bild mit dem Pendel. Vielen Dank. Damit sind wir zu Ende mit unserem dritten Zeit-Fragen-Dialog und tatsächlich auch schon mit unserem ersten Themenblock. Vielen Dank, Harald Schwetzer. In unserem nächsten Gespräch beginnen wir den nächsten Themenblock und die ethischen Grundfragen der Philosophie.